Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren neuen Video und heute mal was ganz, ganz anderes. Was ich noch nie gemacht habe, aber schon lange geplant habe. Wir testen heute drei Airbnbs. Einmal ein super, super günstiges und rudimentäres Airbnb. Da das zweite etwas viel, viel Besonderes und das dritte sprengt wirklich komplett den Rahmen. Bei jedem Mal ist ein anderer Gast dabei und ich würde sagen, wir fangen einfach an mit dem ersten Airbnb. Und ihr seht es vielleicht, ich bin hier mitten im Nirgendwo. Ich bin so 20 Minuten, 25 Minuten von Bremen entfernt. Wir drehen uns einmal um, meine Freunde. Inseriert bei Airbnb als Shepherdswagen für 48,50 Euro. Das sind 20 Prozent Rabatt übrigens drin. Dieser wunderschöne Schäferwaggon. Man denkt sich jetzt, okay, wo ist da das Klo? Wo ist da ein Badezimmer? So, ja, gibt's halt nicht. Das ist alles im Haus und wir sind hier bei Iris quasi im privaten Garten. Super, super liebe Gastgeberin. Sie hat Getränke bereitgestellt, macht uns morgens einen Kaffee. Wir sind einmal durch ihr Haus geführt worden. Aber, da wir hier kein 5-Sterne-Luxushotel haben, sondern wirklich die volle Airbnb-Classic-Erfahrung haben wollen, müssen wir natürlich auch unser Bett selber machen. Ja, ihr seht's, hier ist nicht viel. Wir haben hier zwei Kühe, eine Bank. Ich weiß gar nicht, eine Sense, I guess. Keine Ahnung, was das ist. Ja, das hier ist es. Also, wir haben halt wirklich nur... Film mal kurz rein, Bro. Das war's. Das ist es halt. Glücklicherweise bin ich aber nicht alleine, sondern ich habe mal jemanden mit dabei, den ihr vielleicht kennen dürftet. Wir beide treten morgen nämlich hier in Bremen noch auf. Und das ist unsere Unterkunft für die Nacht. Aber weißt du was? Hier riecht's richtig schön urig nach Holz. Nach Holz. Na richtig angenehm. Nach Sauna. Ja, so, es hat so Sauna-Charakter, ne? Und ich muss ehrlich sagen, ich habe gefurzt, das war's. So sieht das Ganze von außen aus. Wir sind wirklich hier einfach im privaten Garten von ihr. Und glaubt mir, Freunde, die anderen beiden Airbnbs habe ich schon vorher gedreht. Insane. Wirklich insane, was da noch auf euch wartet. Wir haben das Bett selber gemacht. Oh, das sieht so sexy aus. Ich freue mich so sehr, hier mit dir zu schlafen. Hey, das Ding hier ist selber gebaut. Das ist absolute Wertarbeit hier. Vom Sohn wohl selber angefertigt. Und ja, schöner könnte es wohl nicht sein. Ich kann einfach nicht glauben, dass wir hier sind. Cheers, Mann. Leute, wir gehen nach Hause. Die Dorfjugend hat sich gerade noch im Pub getroffen, wie sie es natürlich war auch. Viel zu lange Abend da. Liebe Grüße. Hey, Wahnsinn, Mann. Wir haben in 2 Stunden 2 Bier getrunken. Doch, ich kann nicht mehr. Alright, Freunde. Wir sind wieder im Waggon. Gute Nacht und wir sehen uns morgen früh. Und wir berichten, wie es hier war. Hey, es ist einfach 7 Uhr und ich musste pinkeln. Normalerweise würde man ja durchschlafen. Digga. Also, das ist auf jeden Fall ein Vibe. Aber ich gehe jetzt nochmal ins Bett. Alright, Leute. Es ist tatsächlich 11 Uhr. Die Biere aus dem Pub haben gestern auf jeden Fall reingehauen. Ihr hört es vielleicht an meiner Nase. Ich bin todesverschnupft, Alter. Wie war die Nacht? Ich bin gerade aufgewacht, aber es war eigentlich ganz gut. Es war wirklich nice, oder? Wirklich nice. Also, in meinen Augen, drei Leistungen. Eine 10 von 10 an Iris. Iris einen Top-Job gemacht. Das Ding hier, wirklich eine Experience wert. Einfach absolut geil. Und ich würde sagen, wir labern gar nicht lange drum rund und gehen direkt zum zweiten Objekt. Leute, willkommen zum zweiten Objekt der Begierde und hier zum zweiten Airbnb. Eigentlich ist es genau genommen ein Hotel, was aber Airbnb-Charakteristiken hat, weil ihr kennt ja alle diese wunderschönen Baumhaushotels. Und wir haben uns überlegt, ey, wo finde ich jetzt kurzfristig noch was? Und das Einzige, was noch was frei hatte, war hier in Bonn. Wir sind hier leider mitten an der Hauptstraße am Venusberg. 222 Euro, glaube ich, waren es die Nacht mit Kurtaxe und allem drum und dran. Ist schon happig dafür, muss ich sagen. Aber zum Glück habe ich das Ding heute komplett für mich alleine und keiner, der mir auf den Sack geht, oder? Hallo, Motherfucker. Was? Hä? Ich filme jetzt einfach dich, während du uns da durchführst. Das machst du jetzt einfach, ja? Du zwingst mich jetzt wirklich auch noch zum Arbeiten, ne? Also ich soll nicht nur dabei sein, sondern ich muss jetzt auch noch was tun. You're so small. Komm mit, Simon. Alright. Also, ey, ich möchte jetzt ein professionell. 1, 2, 3. Weil ich aktiv sein, um überhaupt. Ist so entspannt hier. Es ist wirklich so unfassbar schön. Ich liebe diesen Ausblick und diesen Vibe einfach. No joke, die Straße stört richtig, ne? Ja, die Straße ist schon wirklich richtig für den Arsch. Ich verstehe auch nicht, warum man dieses riesige Fenster, was halt ultra geil ist. Na, hallo! Warum man das nach da macht und nicht hier hin? Hier ist ja wenigstens ein bisschen Wald. Ja. Guck mal, da ist ein Vogelhäuschen. Oh, alright. Die Tür ist hier schon offen. Ey, von außen, aber muss man sagen, so mit diesem Zedernholzmäßigen oder für uns rum, was haben wir hier? Riecht ihr das, by the way? Es riecht wirklich richtig krass nach so Skiurlaubhütte. Die riechen nichts. Ach so. Okay, also, man kommt hier rein. Hier ist erstmal. Richtig bequemes Bett tatsächlich. Ja. Also hätte ich auch nicht gedacht, aber ja, es ist sehr bequem. Und da haben wir direkt den wundervollen Ausblick auf die Hauptstraße. Parkplatz. Mit Parkplatz da und da vorne. Hör auf, zu mocken, das ist for real sehr schön. Nein, das ist wirklich, okay, ich muss aufhören. Ey, wir haben hier einfach so richtig geiles, süßes Haus, aber irgendwie ist das schon random, oder? So mit der Straße, das check ich nicht ganz. Ich finde es super schön und die Straße ist auch, to be honest, jetzt nicht krass befahren. So. Also, nee, war jetzt nicht so es viel ist los. Vollkommen okay, ich mecke einfach nur gerne. Und guck mal bitte die Decke an. Okay, was haben wir noch? Erzähl so, mir. So, hier sind ganz viele Schränke. Ja. Ey, ich will dich jetzt gar nicht unterbrechen. Aber ihr denkt, das ist schon sehr, 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 sehr geil. Wartet wirklich bis zum Ende des Videos. Wir fahren dafür extra ins Ausland. Und so ein Ding, no joke, habe ich selber noch nicht gesehen. Guck mal, wie süß das hier auch ist. Das ist for real geil. Da liegt eine Rolldecke, ne? Man könnte sich da so hinsetzen und ein Buch lesen. Ja. Und dann ganz entspannt aufs Nachbarn. Ja, genau. Dann kann ich die Nachbarn stalken. Ich gehe mal ganz kurz da hoch, okay?
Geh hoch. Das ist wirklich geil, weil hier hat es überall so Sitzsäcke. Und wenn man möchte, kann man halt hier chillen. Ziemlich süß mit dem Fenster hinten raus. Man sieht das hier. Kameraführung mal wieder voll für den Arsch. Aber all in all, auf jeden Fall sehr nice. Ich hoffe, die werden regelmäßig sauber gemacht, weil man weiß natürlich nicht, was hier oben passiert. Das ist so die Zünderecke hier. Und wahrscheinlich mein Schlafplatz für heute Nacht. Ja, richtig. On top. Und du schläfst im Bett? Ja. We love it. Also, no joke von hier oben. Ja, es ist schon geil. Es ist schon geil. Wir zeigen uns natürlich später nochmal alles im Dunkeln. Und jetzt kommen wir ins Badezimmer. Und da muss ich ehrlich sagen, haben sie, finde ich, für so ein kleines Badezimmer voll die geilen Sachen gemacht. Guck mal hier zum Beispiel hier. Was so ein kleiner Spinning-Spiegel. Toilette. Nee, hier ist Dusche. Weißt du, was mir hier aufgefallen ist? Die Dusche hat einen crazy Wasserdruck. Das ist das erste Mal, dass ich richtig positiv weggehe und sage, ich fühle mich wirklich sauber, weil der Wasserdruck echt geil ist. Oha. Es ist wie ein teures Hotelzimmer. Kann man mal machen, auf jeden Fall. Der Geruch hier drin, es riecht wirklich so nach Zirbenholz wie im Skiurlaub. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Smell kennt. Das ist so ein bisschen wie so Tanne, Nadelholz. Irgendwie so ganz, 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 ganz geil angenehm. Und es ist so voll die warme, nice Klimatisierung irgendwie drin. Akustik ist sehr nice. Also ich glaube, hier kann man sehr, 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 sehr entspannt schlafen. Alright, es ist mittlerweile nachts. Wir haben das Ganze schon mal gesehen, wie es aussieht bei Tag. Und ich muss ehrlich sagen, bei Nacht ist es... Was machst du da? Ich habe sogar das Fenster aufzumachen, aber es geht gar nicht. Und schaut mal, wie süß das hier aussieht. No joke, das hat schon was. Gerade jetzt hier so im Abendlicht, so da oben im Bereich, habt ihr schon gesehen. Übertrieben nice. Ich bin sehr gespannt, wie es dann aussieht hier mit dem Schlafen. Wir sehen uns morgen und werden berichten, wie man hier schlafen konnte. It is moody. Es riecht nach Holz. Wir sind in der Natur. Ich würde sagen, so far so good. Und wir sehen uns morgen. Morning, was geht? Es war eine super, super entspannte und angenehme Nacht auf jeden Fall. Man kann hier sehr, sehr, sehr gut schlafen, weil es echt sehr, sehr angenehm warm hier drin ist. Wie hast du geschlafen? Gut, im Bett. Gut, wie war es auf dem Sitzsack? Sehr gut. Nett, dass du das Bett schon mal gemacht hast an der Stelle. Sehr korrekt von dir. Absolut crazy, wirklich eine sehr, sehr einzigartige Erfahrung. Ich habe es ja schon mal gesagt, 222 Euro die Nacht hier, das Ding. Kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Eigentlich ganz nice. Wie gesagt, die Straße stört ein bisschen. Sonst 10 von 10, aber ihr glaubt nicht, wie krass das nächste Airbnb werden wird. Und dementsprechend würde ich sagen, geht's rüber zum nächsten Airbnb und damit zu unserem finalen Airbnb, nämlich diesem richtig krassen Ding, was wir uns herausgesucht haben. Bis gleich. 2 Stunden sitzen wir einfach jetzt immer noch im Auto. Digga, aber vertrau mir, es lohnt sich. Dieses Airbnb, ey, wir haben Glück, dass das nicht ausgebucht ist. Ich glaube, das war der einzige Termin, der dieses Jahr noch frei gewesen ist. No joke. Oh mein Gott, wie sieht das Ding aus? Wo mitten im Nirgendwo ist dieses Ding? Ey, okay, ich stehe jetzt davor. Das ist voll das Abgefahrenste, was ich jemals gesehen habe. Wir revealen jetzt finally das letzte Airbnb. Schaut euch das mal bitte an. Digga. Ey, eine Nacht hier kostet ungelogen, ich glaube, 250 Euro. Man kann immer nur 2 Nächte buchen. Das heißt, wir haben insgesamt 500 Euro bezahlt, obwohl wir nur eine Nacht hier sind. Extra fürs Video, Leute. Digga, ist das nicht crazy? Und wir können bis ganz nach oben gehen. Wir hatten gerade die niceste Tour, die man von so einem Ding hier haben kann. Wir haben jetzt alle schon mal gesehen und wir sind beide so komplett struck. Das ist eines der krassesten Airbnbs, in denen ich jemals war. Es sieht jetzt erstmal überhaupt nicht luxuriös oder krass aus. Aber so wie alles gemacht ist und so wie alles verbaut ist, wichtig zu diesem Turm ist, der ist 1901, glaube ich, gebaut worden. Unter uns geht es nochmal 6 Meter in die Tiefe. Das ist ein Wassertower, der 50 Kubikmeter Wasser halten konnte. Also schon eine ganze Menge. Das hier ist die Hauptwasserleitung. Einfach, da sollen wir nicht dran rumfummeln. Hier hat es einfach so einen Industrial-Ofen nochmal mit so riesigen Backblechen und sowas so. Und dann ist hier erstmal die erste Toilette. Das ist die untere. Sehr rudimentär. Es sieht auf den ersten Blick alles erstmal ein bisschen schäbig aus. Ist es aber gar nicht, weil es ist so übertrieben liebevoll runtergerockt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Es gibt hier überall so kleine Zwischenetagen. Hier wird so ein Kram belangt. Also es ist jetzt nicht so das klassische Airbnb, wo es so übertrieben aufgeräumt ist. Schau mal von hier allein runter. Bruder. Wir geben euch jetzt eine kleine Roomtour und schneiden ein paar Shots immer wieder gegen. Wundert euch nicht, dass die im Licht gemacht worden sind, weil dann sieht es einfach ein bisschen schöner aus. Hier ist das erste Zimmer. Ey, habt ihr schon mal Betten, die so cool angeordnet sind, gesehen? Ich noch nicht. Das hier ist das erste Zimmer, das ist für 4 Leute, das ist das gesamte Airbnb. Gehen wir mal eine Etage höher. Das hier ist das Study, Bibliothek würde man sagen. Hier ist ein Bücherregal. Alles hier auf Holländisch, also man ist hier auf jeden Fall auf den inländischen Tourismus getrieben. Und natürlich crazy cool. Hey, schaut euch das mal an. Das hier schließt dann einfach mit diesem riesigen Bleigewicht. Und dann kann man das einfach wieder hochziehen, stellt es auf den Boden. Und hat das Ganze auf. Crazy. Wir gehen jetzt weiter hoch. Hier haben wir den Menschen selbst im Spiel. Das heißt, wenn ihr was zocken wollt, könnt ihr das machen. Die Etage hat mich komplett gewundert, weil hier ist basically nichts außer ein Schrank. Da sind so ein paar persönliche Sachen drin, Haushaltsgegenstände und so, nichts Wildes. Wir gehen noch eins hoch. Jetzt geht es hier diesmal so um die Ecke. Und jetzt kommt wieder eine Sache, die ich überkrass finde. Und zwar das Badezimmer. Das Badezimmer ist das insane, oder? Also die Etage ist das Badezimmer. Guck mal, die komplette, genau. Hier ist ein Fliesenboden und dann haben wir hier einfach ein Bad. Voll funktional. Dusche ist drin, Badewanne, Toilette.
ein Waschbecken und jetzt über so süße Bullaugen. Und die Bullaugen werden so ganz süß genutzt. Guck mal hier, da ist einfach Klopapier drin, weil man da ja rausgucken könnte. Aber nee, wir haben da einfach Klopapier reingemacht. Und jetzt kommen wir zum Herzstück, dem obersten Etagending des Turms, beziehungsweise der obersten überdachten Etage, weil darüber ist nochmal eine riesige Dachterrasse. Wir gehen um die Ecke. Der ist so steil hier, sieht man hier gar nicht im Video. Also ich habe selten einen Raum gesehen, der so einladend und bequem aussieht wie der hier, oder? Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie warm und geil dieser ganze Raum ist. Holy shit, dieses Bett hier ist ultra bequem und cozy. Und Herzstück des Ganzen ist dieser ultra geile gusseiserne Ofen, mit dem wir heute Abend einfach Feuer machen, damit uns hier oben nicht kalt ist, was ich super, super geil finde. Also das ist auf jeden Fall so ein richtiges Romantic-Ding, wo man mit seiner Freundin, mit seinem Freund, wem auch immer irgendwie hingeht. Ich bin halt mit Tobi hier. Hätte ich mir auch anders vorgestellt, Bro. Nein. Wir kochen jetzt noch ein bisschen was. Und wenn es eine Sache gibt, die wir alle lieben, sind es holländische Supermärkte. Ey, schaut mal mit. Wir haben schnell fixes Gemüse geholt. Focaccia, ja, es ist nicht wirklich kochen, weil wir machen das. So ein Tandoori-Chicken. Bro, ist das nicht kochen? Ja, aber guck mal, das Ding ist... Super Alltag da. I love you, baby. Bitte. Kurz zu unserem Abendessen. Was gibt es? Es gibt Nudeln, kleinen Salat, Windbeutel. Danke. Es ist Zeit zum Schlafen. Ich habe gerade ins Bett geschissen und morgen schauen wir das Ganze nochmal im Hellen an. Guten Morgen. Oh ja, jetzt passt es aber. Könntest du mal runtergehen von mir? Hast du gut geschlafen? Ja, schon. Freunde, es war eine sehr interessante Nacht. Es war übertrieben kalt zwischendrin. Das heißt, man hätte auf jeden Fall unten die große Heizung anmachen können. Ich mache hier gerade nochmal den Ofen an. Also, es war auf jeden Fall nicht warm, hat aber voll das Camping-Feeling. Wir werden jetzt gleich mal versuchen, da hochzugehen. Freunde, was ihr jetzt sehen werdet, wird euch die Sprache verschlagen. Diese Aussicht krönt dieses Airbnb einfach zum Besten von allen. Hey, schaut euch das mal an, wie krass das hier oben ist. Ich hoffe, ihr versteht mich wegen dem Wind. Es ist übertrieben windig hier oben und gut kalt. Das Ganze jetzt im Sommer mit der Freundin, mit einem Freund, mit ein paar Kollegen hier oben. Ihr habt ja 4 Schlafplätze. Ein absoluter Traum. Ein Tee hier am Morgen. Es ist wirklich crazy. Hier vorne ziehen so Frachtschiffe vorbei. Gut, da ist leider halt eine Autobahn, das muss man schon sagen. Das ist jetzt nicht unbedingt optimal. Aber der alleinige View und gerade wenn nachts die Autobahn nicht mehr fährt und nicht mehr so viel los ist, es ist hier komplett ruhig. Freunde, was soll ich sagen? 2 Länder, 3 Airbnbs, absolute 10 von 10. Das Ding war so besonders. Es ist jetzt vielleicht nicht das Luxuriöseste, das Krasseste, aber es hat unfassbar Spaß gemacht, da einfach mal komplett analog zu chillen, die View zu genießen und so mitten in der Natur, neben der Autobahn, hier zu sein. Einziges Ding ist halt, wenn man über 1,80 groß ist, duschen ein bisschen schwierig, ging aber auch klar. Das war's mit diesem wunderschönen Video. Wenn ihr Bock habt, dass wir weitere Airbnbs testen oder Crazy Hotels, schreibt es mir gerne in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.